Bald Level 60, bald Level 60. Seht euch an. So voller Leben. Auch sehr schön, wenn du die Quest gleich weitermachst, musst du die Leute versammeln. Und die zeigen einfach alle mit Armbrust auf. Okay, ich sag nichts. Du wirst es gleich sehen, das ist der Wahnsinn. Sehr schön. Will ich jetzt einen neuen Umhang oder will ich... Nee, neues Halsstück. Sehr gut, dann warte ich oben gleich bei der Story-Quest auf dich. Ja, das ist nett. Moini. Moin. Außerdem hat mir eine kleine Fledermaus erzählt. Ja. Stehen da einfach wie Spider-Man, zeigen alle aufeinander. Das Problem löst sich quasi von alleine. Oh, ich habe vor der Story-Quest sogar noch eine andere. Die mit dem Fahrstuhl. Kurier Arak. Bin sehr gespannt, wo uns das hinführt. Ein funktionierender Aufzug. Keine fliegenden Bretter. Das kann nicht wahr sein. Das mal ein Aufzug. Hätte ich's schön gefunden, wären wir jetzt zu weit gefallen. Oh nee! Juhu! Hallo lieber Kurier. Dösbuddel schickt mich. Der Gute. Sprecht mit Nadja und untersucht das Lager von Zuchtmeister Matthias. Es tut ganz gut, euch zu sehen. Ja, mal gucken, wie lange die Quest rein hier jetzt noch weitergehen, sonst gehen wir einfach wieder nach oben. Ja. Oh, findet und tötet das Aggregat des Unheils. Ja, das sieht doch nett aus. Ich bin bei der Kirche. Kämpfe gegen die Kirche. Ist ja noch nie schief gegangen. Spürt meine Ablassbriefe. Ich trete aus.
Nehmt mich mit. Entdeckt die Geheimnisse um das Vorgehen. Jawohl. Das sowieso. Die Fertigkeit liegt in der Hand, die sie... Topfwobbel. Topfwobbel, Kopfwobbel und Schloppwobbel. Was sind das denn für Namen? Der Würfel gefällt mir. Ist natürlich noch zu Schloppwobbel. Okay, jetzt müssen wir Steine sammeln. Oh, moini. Er heißt einfach Bergungslulatsch. Ja, bei den Füßen. Ja, das stimmt. Das ist schon Lulatsch. Durchaus, durchaus. So, jetzt noch die Kirche. Die wird schon mit Steinen beworfen. Oh. Ach da! Siehst du, ich laufe einfach dran vorbei. Junge, Junge. Geht doch. Und da hinten ist noch eine Truhe. Bei den Spinnen. Eintritts- und Austrittsriten. Huch. Moini. Ich glaube, davon muss man getroffen werden. Au. Oh, okay. Ich bin einfach durchgespeedet. Ich auch. Oh, ein Spielzeug, sehr schön. Ein Sündenstein. Um Erkenntnisse aus dem Sündenstein zu gewinnen. Was habe ich jetzt für eine Erkenntnis? Ach, das ist der. Jetzt hast du einen kleinen Teufel auf deiner Schulter. Ah, davon gab es auch ein Engelchen. Ja, genau. Und die konnte man... Ja. Richtig gut.
Der Sündenstein schenkt euch fragwürdige Ratschläge und Erkenntnisse. Danke. Kling, kling. Meine Klinge könnte die eure sein. Da will ich doch die Handschuhe. Lasst mich wissen, wenn ihr etwas heraus- ja gut, dann würde ich die jetzt, glaube ich, nicht mehr annehmen, die Folgequests. Nee. Die hier eben noch abgeben, dann gehen wir wieder nach oben. Gesucht. Jawohl. Was haben wir gerade bekommen? Eine Schaufel. Okay. Eine besondere Schaufel. Die ist eine schöne Schaufel. Ist ja auch aus Silber. Sündi flüstert, was macht schon eine Sünde mehr aus? Kommt schon. Sündi auch einfach. Wunderschön. Nein. Ich komm zurück. Ich gehe nur mit dir. Ist das so ein Aufzug? Komm, wir stellen uns mal hier drunter und gucken mal, was passiert. Was passiert hier wohl? Oh, das ist ein langweiliger Aufzug. Schade. Was für Probleme können wir bekommen? Ich finde es allein jetzt schon schön, dass das letzte Kapitel von dem Ort hier der Meister der Lügen heißt. Vielversprechend. Noob, ich bin dein Vater. Schöne Gilde. Trefft euch mit Graf Denatrius. Gerne. Nimm mich mit. Aber bitte trag mich nicht. Wenn ich bei denen eine Hand wäre, hätte ich Angst, dass die mich einfach zerquetschen. Wenn denen langweilig ist. Und, und weg. Tschüss. Karl, genug davon. Lass meine Truppen Draven und seine Verräter zermalmen. Draven ist keine Gefahr. Sein Prinz ist tot. Und die Rebellion versinkt im Chaos. Nur die Anklägerin kann noch Befehle erteilen. Die Anklägerin? Sie hat noch ein Erdmedaillon. Wie können wir sie besiegen? Jetzt wisst ihr, warum wir den Schlundgänger lebendig brauchen. Jawohl, Arbeit. Juhu. Kommt einfach runtergebeamt. Graf Denatrius freut sich schon darauf, dass... Meine Kinder, ich weiß um das Leid, das ihr ertragen musstet. Ich fürchte, weitere Opfer sind nötig, wenn Revendreth diese Krise überstehen soll. Entschuldigt, Meister. Ich präsentiere euch den Schlundgänger. Ja, guten Tag. Moin. Ah, der Sterbliche, der dem ausbruchsicheren Gefängnis entkommen ist. Eine lebende Seele, die den ewigen Reichen Hoffnung gibt. Schlundgänger, ich weiß um eure dringende Bitte um Anima. Normalerweise würde ich ihr zu gern nachkommen. Doch... Ihr kommt inmitten eines gewalttätigen Aufstands. Unsere Ressourcen sind knapp bemessen. Diese Dürre lässt mein Volk verzweifeln. Ja, die sehen alle sehr verzweifelt aus. Und manche trotzdem unbeugsam. Doch wenn ihr uns unterstützt, dann gebe ich euch gern die gewünschte Hilfe. Okay. Okay, machen wir. Nehmt den Segen des Meisters an. Okay. Was ist euer Begehr? Pöbel,
Pöbel. Okay, frech. Die Furcht selbst genügt. Die Steinhauerin. Tretet vor, Schlundgänger. Natürlich. Und ich gebe euch einen Vorgeschmack von der Macht, die Ravendreth bietet. Spiegel der Qual. Kommt und lernt. Okay. Der neue Ankömmling ist mein Gast, dem hier alle Rechte und Privilegien zustehen sollen. Klingt sehr verrückt. Oberster Kämmerer, euer Auftrag ist es, diese gescheiterte Rebellion zu beenden. Für diese Aufgabe leihe ich euch Prinz Renatals Medaillon und die Macht unseres geschätzten Freundes, dem Schlundgänger. Bringt mir die Anklägerin und ihr Medaillon gehört euch. Das des Prinzen ist bereits einem anderen Getreuen versprochen. Ihr seid so großzügig wie weise, Meister. Euer Wunsch ist mir Befehl. Kann ich euch helfen? Räumt die Brücke für den Obersten frei. Natürlich. Ich mach mir nicht die Hände schmutzig. Ist die Anklägerin in den Kerker zu bringen und ich übernehme die Kontrolle über die Hallen der Sühne. Räumt die Brücke auf. Euren Anspruch auf diesen Sitz und den korrupten Meister zurück. Euer Widerstand zeugt von eurer enormen Eitelkeit, Anklägerin. Ihr seid eures Titels, eurer Macht nicht würdig. Nicht der hektische Steinmetz. Kommt in meine Halle und ich beweise es. Oh, Echo der Sterblichkeit. Hast du die schon fertig? Nee, auch noch nicht, nee, oder? Nee, ich hab 17 von 40. Ah, okay. Ich hab auch, glaube ich, gerade mal 14 oder so. Moment. Nee, 17. Der Meister beobachtet. Aber tatsächlich gleichzeitig gesammelt. Ich ergebe mich. Besser ist das. Überall nur noch rot. Das ist mein Gebiet. Niemand ist so ausgehöhlt wie ihr, oberster Kämmerer. Das klingt wie eine Beleidigung, dass der dumm ist. Niemand ist so ausgehöhlt wie sie. Versperrt die Hallen! Niemand kommt oder geht! Oh, Anklägerin, ihr klingt verängstigt. Untersuch den Sündenstein der Anklägerin. Was hat sie denn getan? Inquisitoren, schützt meinen Sündenstein und fliegt in Sicherheit. Ich kümmere mich selbst um diese Eindringlinge. Well. Das ist also Denatrius ahnungslose Schachfigur? Also so würde ich es jetzt nicht ausdrücken. Ist keine Unschuld. Dieses Mal verschone ich euch. Kommt nicht zurück. Hui. Aua. Versucht auf den Füßen zu bleiben, Schlundgänger. Ihr macht euch lächerlich. Und damit auch mich. Das wollen wir natürlich nicht. Entschuldigung. Sammelt Gruftschlüssel der Eingeschworenen und öffnet Gruften, bis ihr den Sündenstein von Inquisitoren ist. Vertraut dem Plan des Mannes. Findet. Ich lenke die Anklägerin ab. Findet und zerstört die Inquisitoren. Sind die stärksten und verhasstesten Waffen in Ravendreth. Wenn alle vor ihrer Vergangenheit flüchten, sollte man sie ihnen auf keinen Fall unter die Nase reiben. Ich suche die Inquisitoren. Findet ihr ihren Sündenstein, requiriert auch Tenne. Er weiß, wie man Sündensteine richtig einsetzt. Sammelt 5 Gräbermeißel. Ach, boah.
Na sicher. Ist verschlossen. Kraftschlüssel. Das ist passiert. Ich hab keinen gekriegt. Nicht wahr? Noch eine Gruft. Klick. Auch hier ist es nicht bei. Ich kann euch Themen nicht überlassen. Ihr versteht seine Macht nicht. Mich wird man nie vergessen. Werde mich nicht beugen. Ich ergebe mich. Themel. Ah, das ist noch so ein Meißel. Schlundgänger. Seid aber gewarnt, Schlundgänger. Den Atreus hat euch belogen. Einfach nie selber Schlüssel finden, sondern einfach überall immer reingehen und ihr soll aufmachen. Auf jetzt. Los. Ich find's auch schön, dass unten dann immer steht, dass man durchstöbert. Ich stöbere hier durch. Ach, nicht noch so einer. Das sieht sehr gut aus. Sehr schön. Themel rekrutieren. Hallo, sind Sie da? Oh. Ich kann euch Themel nicht überlassen. Ihr versteht seine Macht nicht. Immer diese lange Kämpfe, um am Ende zu sagen, ich ergebe mich. Es tut mir leid. Bringen wir es hinter uns. Einfach der Kleine hier. Bringen wir es hinter uns. So, wo haben wir denn noch ein paar Meißel? Da vorne ist noch einer. Sind sie ein Meißel? Ich werde mich. Ist noch einer? Einen brauche ich noch.
Ach, hier oben liegen noch welche. Ah, sehr gut. Jetzt sollte ich auch Level 59 werden. Sehr schön. Dann bricht das letzte Level auch schon an. Meißelmur. Ihr könnt Gräberhämmer in den Hallen der Süden finden und verwenden. So, so. Befehlt Themel, den Sündenstein von Inquisitorin Stelia zu verlesen und tötet sie dann. Jawohl. Ich werde den zweiten Sündenstein finden. Machen wir. Wir treffen uns hier wieder. Die Sünden laut vorzulesen, das ist aber auch echt ganz schön gemein. In der dritten Klasse hast du mal. Oh, der hat die Maus, die ich heute noch gesehen habe im Shop. Die beide. Oh, ich lieb sie. Ah. Die ist so süß. Aber nicht 25 Euro süß. Ich glaube, dem ist langweilig. Habe ich so ein Gefühl. Hopp und hopp. Da ist er doch. Ihr beschuldigt mich? Ich habe jede Sünde auf diesem Stein gesühnt. Aber sie haben mal eine Lehrerin Mama genannt. Nein! Code 11. Tja, das war's mit ihr. Der Schutz eures Sündensteins wird nicht ganz. Aber alle sagen, man sollte nicht auf den Renatius da hören. Ich habe den nächsten Sündenstein entdeckt. Was ist mit Inquisitorin Stelia? Sie ist tot. Wie killt her? Die drei versteckten Fragmente. Inquisitor Wilhelm hat seine Sündensteinteile auf dem Inquisitor Wilhelm. Okay. Der Wilhelm. Bonusziel. Was ist denn das Bonusziel? Die Hallen der Sühne gesäubert. Das kriegen wir auch hin. Jo, was macht der? Was ist er denn? Gerechtigkeit ist das. Mhm. Hat er den ersten Stein gar nicht mitgenommen. Das ja nicht. Also nicht. Mann, Mann, Mann. Was soll denn sowas? Jetzt aber. Ich bin außer Reichweite. Nehmen wir mit. Warum sind hier zu viele Hortler? Das frage ich mich auch. Ist tatsächlich das erste Gebiet, was echt am vollsten ist, was die Hortler angeht. Mhm. Wahrscheinlich, weil es das letzte ist und viele vielleicht schon vorher 60 waren. Ja. Und das jetzt noch machen.
Machen immer Ärger, Mann.